Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Heute spielen wir Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind auf Assassinenjagd. Ich habe mich gerade geärgert, weil die zu belauschen da unten, das ist ein Witz. Ich habe es gerade rausgeschnitten, das ist einfach nur Scheiße. Weil du näherst dich immer von der falschen Seite, wie man sieht. Von da oben funktioniert es zwar. Aber sobald die weggehen, ist es schon schwer. Weil die sehen einen immer. Ich bin hier in Deckung, trotzdem sie sehen mich immer. Das nervt ein wenig. Wow, 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 wow. Trottel, was rennst du da vor? So, hier, dann bin ich da ein bisschen vorgegangen und sie haben mich wieder gesehen. Das ist scheiße. Jetzt setze ich mich hier hin. Was anderes fällt mir auch nicht ein. Und es klappt. Es klappt. Na, endlich klappt es. Sie gehen wieder. Ich brauche irgendwas zum Verstecken wieder. Der Heuhaufen hier ist gut. Beziehungsweise hier kann man sich super verstecken. Wer denkt denn über sowas nach? Na, ich bestimmt nicht. Aber sag's mal. Hier kann man sich verstecken. Klappe, ihr Besoffenen, ich höre den nicht. Besoffene sind wirklich immer lästig. Hier sehen sie mich. Vielleicht hier verstecken. Das wird ganz einfach. Also liefern wir die Ware und gehen dann ins Gasthaus. Oh, das würde mir gefallen. So, jetzt verstecken wir uns hier. So läuft's. Wir gehen jetzt da rein. Oh oh. Aufpassen, dass die uns nicht sehen. Was ist jetzt? Bleiben die stehen hier? Oh, sieh mal, da sind sie. Hallo? So, jetzt muss ich Abten aufspüren. Das machen wir am besten von oben. Da ist er. Ich habe ihn. Den müssen wir töten. Schauen wir, ob es eine Bonusaufgabe gibt. Nein, einfach nur töten. Alles klar. Und weg ist er! Das haben wir doch fein gemacht. Stopp! Nix, stopp. Büroleiter. Was? Ist Vance euer... Mein Blutsbruder. Wir arbeiten zusammen. Aha. Und ihr habt keine Templer getötet. Das waren meine Arbeiter. Nicht meine Schuld. Euer Bruder befahl es. Tja, dein Bin Bruder ist wohl eine stützen? Sau, so wie es aussieht. Ich suche nur einen Templerschlüssel. Ein was? Der hat keine Ahnung, worum es geht, glaube ich. Ihr müsst mir alles erzählen. Muss und ich wie das? Kann ich euch trauen? Trefft mich im Büro und ich zeige es euch. Alles klar. Bockmist. Genau, Bockmist, aber wir schauen es uns an. 100% haben wir. Yeah, yeah, yeah. So, ein bisschen Kohle haben wir auch, aber nicht die Welt der Kohlen. Hier hinten ist noch eine Kiste, da wissen wir nicht, wie wir hinkommen wahrscheinlich. Hier ist noch eine Kiste, die können wir uns noch holen. Und den Rest machen wir nachher. Hoppa, hoppa. Na komm, Edward, spiel nicht rum hier. Ah, oh, ist der dämlich, ey. Geht da nicht drauf, das nervt sowas. So, dann hier, 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 rüber da jetzt. Edward, Bewegung, Junge! Ja, das ist diese Kiste da oben, die kann man auch vergessen. Die drei finde ich nicht. Die sparen wir uns. So, was machen wir jetzt? So wie es aussieht, zur nächsten Hauptmission. Hier haben wir jetzt nichts mehr. Oh, doch, hier ist wieder noch was. Tempeljagd. Gut, da gehen wir hin. Der nächste Auftrag von den Templern oder gegen die Templer oder wie auch immer. Irgendwas mit Templer. So, weit ist es nicht mehr.
Da durch und schon sind wir da. Ja, nee, durchs Feuer kann man nicht, das ist schon klar. Hallo, mein Freund. Ein liebestoller Idiot von einem Bruder führte euch in ja, die Irre. Ich muss dem folgen. Ja, fangt am Anfang an, Freund. Vor kurzem machten wir die Bekanntschaft einer formidablen Frau. Ying Lang, Piratin aus den entlegenen Gebieten des Orients. Faszinierend. Sie und Vance wurden schnell beinahe unzertrennlich. Aus welchem Grund hielt ihr eure Männer für Spione? Nun, es gibt da diesen Schatz. Oh? Wir haben eine Schatzkarte. Jeder eine Hälfte. Kommt, ich treffe ihn jetzt, wenn ihr mir unauffällig folgt. Hört ihr es mit eigenen Ohren. Folgt mir in einigem Abstand. Falls ihr gesehen werdet, dann sagt ihr, wärt meine Leibwache. Es gibt alles klar. Zurückstecken, um eine Kartenhälfte zu bekommen. Alles klar, ich verstecke mich mal hier. In der Vegetation verstecken, das habe ich bereits gemacht. Da ist er ja. Guten Tag, Bruderherz. Guten Tag, Bruder. Die zwei verfolgen. Die markieren wir jetzt. Den zweiten auch. Hallo, markier ihn. Verstehe ich nicht, markiert nur den einen, aber okay. Wir verfolgen die beiden jetzt. Du wirst diesem Tratsch doch keinen Glauben schenken. Nassau ist zu klein. Die Einheimischen machen eine Komödie. Und ich versuche eine Tragödie abzuwenden. Wir schleichen uns hinten nach. Nichts geht über die Familie. Außer dem Geschäft. Und Gott weiß, dass wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welch ein Geschäft das ist. Ich bin sicher, keiner von uns würde das hier. Den Dieb heimlich eliminieren. Richtig. Ja, heimlich ist gut. Jetzt sag mal, hast du sie dabei? Ich muss da rüber. Okay, das war heimlich, hoffe ich. Meine Kartenhälfte, meinst du? Die Karte. Die Karte. Natürlich die Karte. So, geh rüber, geh rüber. Hallo, Edward. Ach, der ist wieder in Hüpfstimmung heute. Ei, ei, ei! Verstecken, Edward, verstecken, Junge. Verfolgen, alles klar. Weiter geht's. Und wieder weiter. Wir sind ihnen dicht auf den Fersen. Schon wieder ein Dieb. Das sind ja lauter Diebe. Ja, das geht aber nicht, ohne dass ich hier weggehe. Na, dann muss ich den Dieb nachher eliminieren. Hier verstecken wir uns hier. Der ist hinter mir, oder was? LOL! War das heimlich genug? Oh Mann, fickt euch! Scheiße! Ups, habe ich fickt euch gesagt. Sorry, YouTube. Das ist doch ein Kacke. Der schleicht sich selber ran. Ja, ich soll ihn heimlich eliminieren, aber er steht vor meinem Ziel. What the fuck, sag ich nur drauf. Was soll denn der Blödsinn? Na, das ist doch Kacke, Leute. Ich kann auch nicht weg und ihn hinten eliminieren, weil dann läuft die Zeit und ich verliere die beiden hier. Das ist genauso Kacke. Also wirklich, das ist wirklich dämlich. Ganz ehrlich. Das ist dämlich. Außer dem Geschäft und Gott weiß, dass wir davon. So, jetzt stellen wir uns hier hin. Das ist wahr, das ist sehr wahr. Und welch ein Geschäft. Oh, der ist tot. Schauen wir mal, was er hat. Gar nichts hat er. Sehr wenig zumindest. Hier sind sie. Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte. Andere Seite, Edward. Zu unserem Vermächtnis. Genau diese. Ich habe meine. Wo ist deine? Vance, du weißt doch, dass es ist ein bisschen schwieriger, diese Mission, weil diese Diebe sind ganz schön lästig. Aber mal schauen, was wir daraus machen. Unsere Freiheit. Umso mehr ein Grund, ihn im Boden zu lassen. Sicher. Besitzt du denn keinerlei Fantasie? Kannst du dir den Luxus nicht vorstellen, der uns erwartet, wenn wir die Beute heben? Ich glaube wirklich nicht. Die Travers Besitzungen und Plantagen. Kein Schmuggel mehr. Nicht mehr mit Schmugglern arbeiten. Keine Fuhren mehr. Kein Risiko. Worauf warten wir noch? Da ist noch so ein Dieb. Glaubst du wirklich, deine Zukunft wird so einfach sein? Wie meinst du das? Was willst du damit andeuten? Ich will nicht. Hier, komm da. Dann müssen wir eliminieren. Okay, wir haben ihn. Schnell wieder hier hin. Warum
Das ist nicht so leicht, wie es jetzt ausgesehen hat. Natürlich nicht. Es ist nicht so leicht. Es ist nicht easy wie easy. Aber es geht, es geht. Sie braucht die See, die Herausforderung. Die zwei haben auch viel Zeit zum Quatschen, ne? Ihnen geht dich überhaupt nichts an. Vance, hast du vor, sie zu ehelichen? Natürlich. Ich sage es nur ungern, doch ich glaube nicht, dass sie einverstanden ist. Oh. Und was verschafft ihr so tiefe Einblicke in ihr Herz? Abgesehen von ihrer Natur glaube ich einfach nicht, dass sie die ist, die sie zu sein behauptet. Du bist neidisch. Neidisch? Nein! Doch! Ich sorge mich nur um deine... So, hier sind meine Deckung. Du musstest immer der Lieblingssohn sein, der Goldjunge. Du erträgst nicht, dass sie ihr Herz an mich verschenkt, während sie dich keines Blickes würdig. Also hast du sie. Es geht nicht um Hass. Ah, Mann! Scheiße! Jetzt hat er den wieder, ey. Das ist doch ein Witz, ey. Wenn der auf sie zuläuft, wie soll ich ihn dann kriegen, bitte? Die dürfen dich nicht sehen. Das ist doch echt scheiße. Rennt vor die hin, ich beschütze und als Dankbarkeit werde ich wieder entdeckt. Ey. Scheiß drauf, wirklich, ey. Das ist pure Dämlichkeit. So ein Scheiß, echte. Das ist eine Nervmission. Boah, bin ich froh, wenn ich die jetzt erledigt habe, Leute. Eine typische Nervmission eingebaut, um die Spieler zu nerven. Ist nicht lustig, sowas. Ja, der kommt einfach da rangerannt. So. Das geht ja noch. Aber danach ist ein Scheiß, wenn der wieder um die Ecken geht. Und vor allem blöd, dass man immer von vorne anfängt. Wieso speichert es nicht, wenn ich zum Beispiel die jetzt eine Zeit lang verfolgt habe? Ist auch blöd, wirklich. Dumm gemacht. Ich habe meine. Wo ist deine? Vance, du weißt doch, dass wir diesen Schatz mit äußerster Vorsicht beschützen müssen. Im Gegenteil. So, mach mal inne. Sein Schatz, Leute. Unsere Freiheit. Umso mehr ein Grund, ihn im Boden zu lassen. Nicht pennen hier. So, was ist los? Pause. Go, go, go! Oh, lol. Keinerlei Fantasie? Bewegt er sich mal. Kannst du dir den Luxus nicht vorstellen, der uns erwartet, wenn wir die Beute heben? Ich glaube wirklich nicht. Die Trevors-Besitzungen und Plantagen. Kein Schmuggel mehr. Nicht mehr mit Schmugglern arbeiten. Keine Fuhren mehr. Kein Risiko. Worauf warten wir noch? So, die heuern wir jetzt an. Vielleicht helfen sie uns. Deine Zukunft wird so einfach sein. Das kann ganz praktisch sein. Was willst du damit andeuten? Jetzt warten wir nämlich auf den hier. Ich frage dich lediglich. Und dann nieten wir ihn um. So, da, weiter geht's. Ehefrau und Mutter? Warum denn auch nicht? Zweifelst du an ihrer Liebe, an ihren Fähigkeiten? Natürlich. So sind wir schön unsichtbar. Sie so wie du auch. Und du weißt, sie ist kein Kind von Traurigkeit. Sie braucht die See, die Herausforderung. Wird ihr jemals ein Leben als Hausfrau gefallen? Ihnen geht dich überhaupt nichts an. Vance, hast du vor, sie zu ehelichen? Natürlich. Ich sage es nur ungern. Doch ich. So, mal schauen, wo der nächste Dieb wieder ist. Ich glaube, da vorne war er. Das ist blöd, weil du musst die immer am Anfang töten und das auch nur schnell. Du hast nur eine gewisse Anzahl an Zeit. Also kannst du nicht einfach irgendwo wegrennen. Da kommt er schon wieder, der Scheißer. So, diesmal habe ich ihn. So, ich habe ihn, ich habe ihn. Habe der Arsch knapp. Mal schauen, wo der nächste kommt. Es geht nicht um Hass, nur um Bedenken. Eines sage ich dir. Na kommt, Jungfrauen, wir verfolgen dich jetzt schön unauffällig. Schön unauffällig. Und dann kann jeder sehen, welcher Bruder mehr Ehre. Wo laufen besitzt die denn hin? Schönen Tag noch. Vance verfolgen. Alles klar. Muss man ein bisschen schneller sein. Kommen die? Ein bisschen schneller. Oh, fuck, 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 fuck. Uhuhu. Haben sie mich gesehen? Hat er mich gesehen? So, und weiter geht's. Da gehen wir jetzt gemütlich hin. Das sieht verdächtig aus, Leute. Wir können nicht fort, bis ich sie habe. Ich kümmere mich darum. Gib mir Zeit. Mehr Zeit? Deine Loyalität macht dich schwach. Du bist nicht mal genug, es zu beenden. Das ist eine
dämliche Tussi sehe ich bis hierhin. Ist Uptons Leben beendet und die Karte gehört uns. Du heust jemand an? In euren Schriften hat kein jemand angeheult? Nein, kein war ein Mann. Komm auf das Feld, sagt er zu Abel. Dann tat er es selbst. So. Er brauchte keine Handlange, der ihm die Angst. Was machen wir mit denen, ne? So und hört auf, mich in den Brunnen reinzuschieben, Weiber. Vertrau mir, es geschieht jetzt. In diesem Moment? Schlawenzeln um mich rum, das ist so irgendwie lustig. So. Wir sollen die Angreifer aufspüren. So, das machen wir doch mal zack, zack. Da unten irgendwo müssen sie sein. Und rüber. Hopp, hopp, hopp. Am besten von oben. Ich habe nur eine Minute, das muss ein bisschen schneller gehen. Hier irgendwo. Nein. Hier. Nein. Ja, wo sind die? Ah, hier ist er. Und weg ist er. Tot. Edward? Schätze, ich habe euch gerade das Leben gerettet. Vance. Er sagte, er tötet mich. Ich hielt es für Gerede. Er ist mein Bruder. Trotz allem, was ihr sagtet, hätte ich niemals gedacht, dass... Erstmal seid ihr sicher. Genau, erstmals. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.